What's up, YouTube? Welcome back to the English-speaking channel. Here we're speaking English exclusively. We're looking today at Wild Release Daily. Liana gewinnt und Exu Yuan distanzieren sich von Germany's next top model Wahnsinn. I don't know what that means, because I'm not the German Kaiser. I'm actually... the German Kaiser ist eh Blödsinn, der ist eh Österreicher. Ja, schauen wir mal. Wild Release, was willst du mir erzählen? Es gibt neue Topmodel-Kritik. Am Anfang der aktuellen... Kurios, danke dir für das verschenkte Abo. ...Staffel hat ProSieben ja extra ein gut 10-minütiges Statement von Heidi Klum gebracht. Also, ganz kurz, sorry, dass ich schon unterbreche, aber was ist das wieder für ein Spickzettel? Da kannst du gar nichts mehr ablesen. Es ist das ehrlichste Statement von Heidi Klum, das so wichtig ist, dass es nirgendwo zu sehen war. Nachdem ich mir so viele Sachen anhören musste, vor allem im letzten Jahr, möchte ich jetzt auch einmal Stellung beziehen, liebe Zuschauer. Denn das Statement wurde nur im linearen Fernsehprogramm ausgestrahlt und wurde sonst nie irgendwo im Internet oder so veröffentlicht. Aber warum? Die Filmcrew hat es aus Versehen eingecremt, als es aus dem Internet geflutscht, vermutet Sheldorette. Ja, eine gute Theorie. Gedacht war es wohl als... Soll ich mich... Ich glaube, ich sollte mich da woanders hinbewegen, oder? Ich bin beim Wahl, ich die ganze Zeit... Blackout Artist, danke dir für die 2 verschenkten Subs, danke dir. Als Antwort auf die Kritik von Ex-Kandidatin Liana. Die hat's gesehen, ist aber unbeeindruckt. Heidi hat sehr viele, sehr unwichtige Punkte angesprochen. Und Liana ist längst nicht mehr allein. Die Kritik an der Sendung nimmt zu. Sogar Ex-Juroren wollen jetzt reinen Tisch machen. Next Topmodel in der Form würde ich auch langsam aber sicher mal in die Tonne schmeißen. Und auch andere ehemalige Teilnehmerinnen haben sich mittlerweile... geäußert. Was sagst du zu den Heidi-Statements bei Germany's Next Topmodel als ehemalige Kandidatin? Worum ging's denn da genau? Jo, danke dir. Danke dir, Kurios, nochmal für das verlängerte Abo. Was war da bei Heidi Klum, der große Skandal? Klär's mir mal bitte auf. Ich bin da so gut vorbereitet da reingegangen. Wie lustig sich Heidi gegen Dinge verteidigt. Er spiegelt die Cam nicht und schaut aus dem Bild raus. Ja, soll ich die jetzt spiegeln? Oh, nein, jetzt ist sie wieder gleich groß. Achtung. So? Spaß. Upp. Wie geht denn das? Was ist das? Was zur Hölle habe ich gemacht? Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott, wie habe ich das halt for real gerade gemacht? Oh mein Gott, wie weit drauf geht das bitte? Oh, ich scroll die ganze Zeit. Ah, da. Oh mein Gott, ich muss das jetzt die ganze Zeit kleiner machen. Okay, wir machen das jetzt nebenbei. Die nie jemand behauptet hat und welche Kritik die anderen Ex-Kandidatinnen äußern, jetzt. Next Topmodel in der Form würde ich nicht auch mal machen. Langsam aber sicher mal in die Tonne schmeißen. Du weißt, was das für dich bedeutet. Ich muss dich jetzt nach Hause schicken. Oh, meine Augen. Ich kann dich doch nicht mehr zu den Mädchen zurücklassen. Es geht nicht. Statements, das, was im Ruhrpott nach... Wer hat das geschrieben mit der Facecam? Jetzt habe ich die ruiniert. Ah, kommt. Mit ihrem Statement zu Beginn der neuen GNTM-Staffel wollte Heidi Klum Vorwürfe der ehemaligen Kandidatin Liana richtigstellen. Zum Beispiel, was die Models essen dürfen. Meine Models müssen... Yo, kurios, danke dir für die 5 verschenkten Subs. Was für eine Ehreaktion. Kurios ist jetzt on fire, ne? Ich danke dir vom Herzen. Ich würde gerne hier ein Herz zeigen, aber ich glaube, man sieht es nicht. Hier, oder? Nein. Was ist mit meiner Kamera passiert? Ach, meine Phrase. Nicht hungern. Ja, danke dir für die Subs. Die Kandidatinnen führen eine Einkaufsliste und bekommen alle Lebensmittel, die sie sich wünschen, bequem ins Haus geliefert. Das ist ja ein super Service. Das Ding ist aber, Liana hatte GNTM vorgeworfen, dass es Verbote für diese Einkaufsliste gab. Dass sich die Models also nicht wahllos alles wünschen durften. Und okay, ganz kurz, ich muss die Webcam entfernen, das gibt's doch nicht. Ja, wirklich entfernen. Quellen, Videoaufnahmegerät, Quelle hinzufügen. Ah, hallo! Hätte ich das früher gewusst, eigentlich? For real. Egal, ich spiegel die jetzt nicht. Und dass das nicht so war, konnte GNTM nicht belegen.
Blackout Artist, danke dir nochmal für die 2 verschenkten Subs. Halleluja, das ist wieder ein Stream. Das steht so auch in einem Gerichtsbeschluss. Um das noch einmal zu erklären, hat sich Liana den Anwalt Chan Jo-Yun mit ins Boot geholt. Er erklärt das so. Auch in der zweiten Instanz, wo man also noch in aller Ruhe hätte Nachweise vorlegen können, konnten die nicht beweisen, dass diese Lebensmittel bestellt wurden und dass es dieses Verbot nicht gab. Und deswegen ist es die prozessuale Wahrheit, dass es dieses Verbot wohl doch gab. Was? Ganz kurz noch. Was ist auf seiner Tafel? Erstens Essen, zweitens Füße, drittens echt. Oder wenn er hier weiter drüben stehen würde, dann würde man lesen, Essen, Füße, echt? Nicht gab. Und deswegen ist es die prozessuale Wahrheit, dass es dieses Verbot wohl doch gab. Aha, was gelernt. Aber die Tafel hinter ihm, was steht denn da? Da steht Essen. Ja, okay, gut. Füße echt? Was macht er denn da? Fragt er sich etwa, ob diese Füße echt und essbar sind? Nun, die Antwort ist nein und ja. Heidi wollte mit ihrem Statement aber noch mehr klarstellen. Liana hat ja behauptet, bei GNTM würden Handlungsstränge manipulativ beeinflusst. Dazu meint Heidi. Bei Germany's Next Topmodel ist alles echt. Cool, echt, wirklich? Ich denke das nicht. Also jetzt ohne Scheiß, die meint das wirklich ernst. Es gibt keinen Text und es gibt keine Storyline. Alles, was die Models tun und sagen, ist einzig und allein ihre eigene Entscheidung. Ich werde deine Beine brechen. Ja, wir haben da nicht. Ja, sicher, aber. Oder ich gehe davon aus, ich habe das noch nie gesehen, aber trotzdem ist halt im Vorhinein, gehe ich jetzt mal stark davon aus, schon entschieden, quasi wer rausfliegt oder wer nicht. Oder weißt du, was ich meine? Halt so. Sachen, wo du halt weißt, yo, das keep die Show halt einfach ab. Das wird halt drinnen behalten. Oder halt entertainende Persönlichkeiten werden drinnen behalten, obviously, weil die Show lebt halt von Einschaltquoten. Das ist halt egal, ob es fair ist oder nicht. Nichts geändert, das ist der Originalclip von Heidi Klum. Außerdem betont sie, wir erschaffen also auch mit Hilfe des Bildschnittes keinen anderen Menschen. Ha, ja, ja klar, ja, dabei ja, verwendet ja. Sie selbst in dem Statement, wie wir gerade gesehen haben, suggerierenden Bildschnitt. Gut, es gibt Leute, die einfach nicht wissen, wie ein manipulativer Schnitt funktioniert, die sind aber teilweise auch echt naiv. Hey, Moment mal, ich weiß, wie ein manipulativer Schnitt funktioniert, genau so! Ja. Und Heidi sagt, es gibt kein Drehbuch, keinen vorgeschriebenen Text. Nur, von einem Drehbuch hat auch nie jemand gesprochen. Liana hat nur kritisiert, dass die Redaktion in manchen Situationen nachhilft. Wir Mädels waren beim Kartenspiel, wir haben uns alle richtig gut verstanden. Kameraleute da, Redakteure da. Für 5 bis 10 Minuten kommt die Redakteurin, reißt uns die Karten aus der Hand und sagt, das ist langweilig, das will kein Mensch sehen. Redet jetzt mal bei Johanna. Ja, für solche Sachen braucht es nämlich gar kein Drehbuch. Für Liana hat das Anwalt Chan Jo-Yun noch einmal so zusammengefasst. Wir haben jetzt hier wieder die gleiche Situation wie mit dem Essen. Heidi Klum widerlegt das, was gar nicht behauptet wurde. Ja, es gab kein Drehbuch. Aber das war ja auch gar nicht die Frage. Es geht um den Einfluss auf die Handlungsstränge. Also ist das echt perfide von Heidi Klum. Gut, das hat sie sich wahrscheinlich von der Politik abgeschaut. Liebe Landsleute, zu den Vorwürfen, ich sei mit einem Bundeswehrhelikopter in den Sylt-Urlaub geflogen, stelle ich fest, ich bin nie mit dem Panzer in den Urlaub nach Föhr gefahren. Ja, wer ist diese Frau? Die schaut sehr sympathisch aus. Somit unschuldig. Danke. Die Sache mit dem Kartenspiel hat ProSieben übrigens nie direkt bestritten. Das hat auch das Gericht festgestellt. Was haben die Hamburger Richter denn sonst noch so zu Klum gesagt? Die haben gesagt, ihr sollt Gefälligst Valulis abonnieren. Abo. Und liked das Video. Damit unterstützt ihr das ganze Team. Das wollte ich schon immer. Dann holt euch euer Abo. Rein mit euch. Los. Seid ihr schon abonniert? Oh. Lianas Anschuldigung. Es hat funktioniert. Wir sind mittlerweile von einigen anderen bestätigt. Zum Beispiel von der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin Tessa Bergmeier. Die war dieses Jahr im Verteidigungsministerin, ehemalige. Ich würde der anvertrauen, dass sie das Land verteidigen kann. Also halt, also jetzt nicht so politisch oder so, sondern halt einfach an der Front, ne, mit den Fäusten. Dschungelcamp und hat da ordentlich gegen Heidi ausgeteilt. Was die dann aus mir gemacht haben. Sie haben mich zu einem Monster dort gemacht. Mhm. Nur weil ich selbstbewusst bin und wusste, was ich konnte. Mhm. Das hat mich noch umgedreht als arrogant eingebildet. Dann haben sie mich auch als Bitch hingestellt. Auch Ex-Teilnehmerin Julia Wulff hat sich geäußert. Zunächst gibt sie Heidi zwar recht. Es gibt kein Drehbuch. Punkt aus Ende. Dir wird nie gesagt, was du machen sollst. Aber da kommt dann noch ein Aber.
Was es gibt, sind Suggestivbefragungen. Also zum Beispiel, jemand fällt hin und wird gefragt so, und? Wie würdest du dich fühlen, wenn du dich hingefallen wärst? Wäre ja schon ganz schön kacke. Und dann sagst du natürlich so, ja, ist schon ganz schön kacke, wenn man hinfällt. Kommt nicht gut. Und dann am Ende steht es halt so da, als ob du so wärst. Einiges an Kritik, was ja da zusammenkommt. Selbst Ex-Juroren distanzieren sich mittlerweile von der Sendung, wie kürzlich der Modelagent Payman Amin. Das Einzige, wofür ich mich entschuldigen kann, ist, dass ich einmal Teil des Formats war. Es tut mir leid. Ich rate auch den Models oder angehenden Models davon ab, bei diesen Formaten mitzumachen. Cool, wird die Modelwelt dadurch jetzt besser? Ja, aber auch nein. Denn nicht alle Juroren haben so viel übrig für Kritik. Kilian Kerner zum Beispiel, der war schon öfters Gastjuror bei GNTM. Und das auch dieses Jahr. Ja, und er hat einen gut gemeinten Rat für Liana. Man muss einen Weg finden, loszulassen. Wenn dich das doch so traumatisiert hat, wie du sagst, dann rede doch... Damn, ist es Mikaelo Mudrik? ...nicht mehr drüber. Moment, was? Was ist denn das für ein Tipp? Wegschieben statt aufarbeiten? Das mit dem Tod ihrer Familie ist natürlich sehr unglücklich. Danke, Don Lupo, die Lösung, für den Zap. Verdrängung. Nehmen Sie doch ein paar Antidepressiva. Oder entwickeln Sie einen selbstdestruktiven Sexualfetisch. Mmh. Zur Not geht doch immer Crack. Kerner hält nicht viel von Lianas Kritik. Seine messerscharfe Argumentation zur Sendung. Ich kann darüber nichts Schlechtes sagen. Ach. Und nein, das mache ich nicht, weil ich in der Sendung bin. Ich mag diese Sendung und ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Oh, Überraschung, der Juror mag die Sendung. Klar. Okay. War das jetzt beides Juroren? Findet er sie super, er ist ja auch nicht das Opfer. Im Kolosseum wurden nie Löwen auf mich gehetzt. Ganz im Gegenteil, wir hatten stets göttlichen Spaß. Traube. Ken hat jedenfalls eine klare Ansage an Liana. Am Ende bringt es außer 15 Minuten Fame gar nichts. GNTM wird deswegen nicht abgesetzt. Na dann, Markus. Manipulierst du dann wieder meinen Schnitt? Hm? Ich sag gar nichts mehr. Du manipulierst doch meinen Schnitt. Schnittmanipulierer. Tja, und was meint ihr? Habt ihr zu? Aber es ist halt for real so. Ah, das ist schon. GNTM, noch Worte oder sagt ihr? Gar nichts mehr. Es ist halt for real so, dass genauso wie bei DSDS früher mal vielleicht so, ja, okay, Pietro Lombardi oder sonst irgendwer hat es halt geschafft, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist komplett egal, ob du bei so einer Show nur mitmachst, ob du gewinnst oder sonst was. Im Endeffekt, du willst ja auch gar nicht mehr irgendwie in der Karriereleiter dann dadurch halt hochsteigen. Das Einzige, was du halt willst, ist Instagram-Follower, keine Ahnung, generell Follower halt auf deinen Social-Media-Seiten, weil dadurch baust du dich halt heutzutage auf. Na, und das ist halt der Sinn und Zweck von dieser Show. Aber obviously will halt die Show dich nicht fördern, sondern eine gute Show sein. Und da ist halt dann egal, in was für eine Rolle sie dich dann rein bewegen. Na, genau.